Hallo und herzlich willkommen zurück zu theoretischer Informatik oder Rechnen mit Binärzahlen. Ja, was wir diesmal machen, ist ein kleiner Trick, den ich euch zeigen möchte, nämlich wie man aus einer Binärzahl sehr, sehr schnell eine zum Beispiel Hexadezimalzahl, also 16er-System oder eine Oktalzahl oder von mir aus auch eine Zahl im Vierersystem machen kann. Und dazu nehmen wir jetzt einfach mal eine Zahl, zum Beispiel 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. So, das ist jetzt eine Binärzahl. Und jetzt wollen wir diese ganze Zahl hier in das Vierersystem umwandeln. Also wir haben Ziffern von 0 bis 3 zur Verfügung. Und ja, was wir machen können, ist Folgendes. Da wir wissen, wir haben Ziffern von 0 bis 3 zur Verfügung, einschließlich. Wir wissen ja, im Binärsystem haben wir die Ziffern 0, 0. Wir haben die Ziffern 0, 1, 1, 0, was 2 ist, und 1, 1, was 3 ist. Das heißt, wenn wir die ersten zwei, wenn wir nur zwei Stellen im Binärsystem nehmen, dann haben wir genau die zwei Stellen und können sie zu einer Zahl im Vierersystem umwandeln. Und was ich jetzt deswegen mache, ist hier mal ein paar Leerzeichen rein, dass ihr versteht, was ich meine. Jetzt wandeln wir einfach nach und nach diese Zahlen um. Also 1, 0 ist ja logischerweise 2. Dann machen wir die nächste, die hier. Ja, 0, 1 ist 1. Wieder eine 1. Hier haben wir eine 3, noch eine 3, eine 0 und eine 1. Und schon sind wir fertig. Also wir haben die Zahl. Ich schreibe das hier gerade mal hinten dran. 2, 1, 1, 3, 3, 0, 1. Das ist genau dieselbe Zahl wie diese hier oben, nur im Vierersystem. Warum können wir das mit dem Dezimalsystem nicht machen? Naja, im Dezimalsystem haben wir folgendes Problem. Wenn wir hier umwandeln würden, sagen wir mal, wir wandeln bis hier um, dann haben wir drei Ziffern. Dann kommen wir bis zu einschließlich der Zahl 7, aber wir können die Zahl 8 und die Zahl 9 im Dezimalsystem nicht darstellen. Wenn wir jetzt aber bis zu dieser Zahl hier gehen, dann haben wir insgesamt 15 Möglichkeiten. Wir können aber immer noch, also wir können im Dezimalsystem einfach die Zahlen 10, 11, 12, 13 und 14 und 15 können wir so nicht darstellen, dass sie wirklich nur eine Ziffer sind. Das heißt, das geht immer nur, wenn, also hier sind wir im Zweiersystem und hier unten sind wir im Vierersystem. Also wenn das System, in das wir wandeln wollen, wenn das eine Potenz ist, also sagen wir mal hier, ich zeige es euch gerade mal, was ich meine. Ich glaube, das wurde gerade nicht so deutlich. Wir sind im Zweiersystem, also 2 hoch 1. Wir können umwandeln ins Einersystem, kann man immer umwandeln. 2 hoch 0. Das ist dann einfach Unercode, also wirklich für jede Zahl, die wir haben, einen Strich machen, sozusagen. Das ist einfach diese Strichliste, die man kennt. Aber wir können auch in die andere Richtung gehen. 2 hoch 2, was Vierersystem wäre. 2 hoch 3, was Achtersystem wäre. Und 2 hoch 4, was 16er System ist, können wir machen. Und je nachdem, wie viele Zahlen man hier hat, so viele Ziffern braucht man noch tatsächlich. Also wenn wir im Zweiersystem eine Ziffer brauchen, haben wir hier 2 hoch 1 stehen, dann brauchen wir im hexadezimalen System 4 Ziffern. Das heißt, wir nehmen uns diese Ziffern hier und sagen, okay, 0, 0, 0, 1 ist 1, wohingegen 1, 1, 1, 1 ist 15. Ja, sollte wohl. Und 15 wird im hexadezimalen System als F dargestellt. Also ich wandle die Zahl gerade mal noch mit euch um. Ich mache hier noch ein paar Leerzeichen rein. Das ist falsch. Hier müssen die Leerzeichen rein. Wir müssen immer rechts anfangen, sonst geht es nicht auf. Weil hier haben wir jetzt zum Beispiel das Problem, dass wir vorne mit Nullen ergänzen können. Oder müssen besser gesagt. Wie ihr wisst, kann man vorne immer mit Nullen ergänzen. Ups. So. Und jetzt wandeln wir einfach immer diese Zahl um, also 0, 0, 0, 1. Oder fangen hier einfach an, weil ich hier vorne mit meinem Cursor bin. 0, 0, 1, 0 ist eine 2. Aber hier haben wir dann schon wieder was anderes. 0, 1, 0, 1, das hier ist 1. Und dann haben wir hier aber noch 2 hoch 4. Das heißt, wir sind hier schon bei 7. Nee, stimmt nicht. Ist gelogen. 1 plus 2, 4. Wir sind bei 5 logischerweise. Und gehen dann hier weiter. 1, 1, 1, 1
ist 1 plus 2, was 3 ist, plus 4, 7, plus 8, 15. Und 15 wird im Hexadezimalen als F dargestellt. Also wir sagen dann einfach noch A, B, C, D, E, F. G gibt es nicht mehr. Und hier haben wir dann eine 1. Und das wäre jetzt die ganze Zahl hier im hexadezimalen System. Wofür braucht man Hexadezimal? Naja, es wird oft zur Farbkodierung benutzt. Also falls ihr HTML kennt, da werden Farben eigentlich permanent in Hexadezimal dargestellt, weil maximale Farb, also man unterscheidet Farben immer von, in Werten von 0 bis 255, was genau 8 Ziffern im Binärsystem sind und 2 Ziffern im Hexadezimalen. Ja, gut. Also wie gesagt, wir brauchen, wenn wir ins Hexadezimale, also 2 hoch 4 ist 16, wenn wir ins 16er System wollen, brauchen wir 4 Ziffern, weil hier eben 2 hoch 4 steht, wenn wir im Binärsystem eine gebraucht haben. Analog kann man das natürlich auch umdrehen, wenn wir vom Hexadezimalen, da haben wir dann eine Ziffer, haben aber 4 im Binärsystem, weil hier 2 hoch 4 steht. Also kann man auch sagen, 16 hoch 1 gleich 2 hoch minus 4 sollte das wohl sein. Nee, so kann man das natürlich nicht schreiben, außerdem sollte hier sowieso nur 16 stehen. Egal, also ihr wisst, was ich meine. 16 ist 2 hoch 4, deswegen haben wir 4 Binärziffern und können dann einfach aus jeder Ziffer, die wir hier haben, also der 2, der 5, dem F und der 1, können wir jeweils einfach eine Zahl, 4 Binärziffern nehmen und die einfach aneinander hängen. Also hier die 1 wird zu 0001, denn eine 1 mit 4 Stellen, also wir müssen dann wirklich diese 4 Stellen benutzen. F ist dann 1111. Also wir müssen dann auch wirklich immer auffüllen links, dass wir immer auf 4 Stellen kommen. Ja, ich hoffe, der Trick wird einigermaßen klar und ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber man kann sich dadurch einiges an Arbeit ersparen, wenn man vor allem zwischen Binär und Hexadezimal hin und her rechnen muss. Gut. Und nächstes Mal werde ich euch wahrscheinlich Einer- und Zweier-Komplement zeigen und dann noch IEEE irgendwann. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir Kommentare, wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt. Bis dann, ciao, ciao.